Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Daisy. Lang ist her. Ja, gestern habe ich geguckt und ich glaube, das letzte Mal aufnehmen war im März. Aua, das ist ja schon ein halbes Jahr her. Ja. Jedenfalls stand bei mir, dass ich das zuletzt im März gespielt hätte. Okay. Ja, und jetzt sind wir hier. Wir wissen nicht, was sich geändert hat. Ich hatte nur mal gestern ganz kurz reingeguckt in den Changelog und da stand, ich habe nur gesehen, dass da irgendwie Landminen gibt es, wo ich mich schon sehr drüber gefreut habe, weil ich wahrscheinlich das Glück habe, da reinzurennen. Ja, und es hat sich auf jeden Fall ganz viel geändert. Und jetzt sind wir hier. Wir wollten eigentlich auf den alten Server. Dönerbude, glaube ich, war das. Ja, ging aber nicht. Deswegen haben wir uns einen anderen Server gesucht. Ja, ich weiß nicht mehr, was das für einer ist. Wir haben irgendeinen. Apokalypse gewählt. Now, ne? Ja, kann man das nicht einsehen über. Nö, könnte man nicht. Ja, ich glaube, so hieß der. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Natürlich haben wir unsere ganzen tollen Sachen vergessen. Also verloren. Vergessen? Ja, komm. Wie Mega Man, ne? Nach jedem Spiel, ach, vergessen, was er aufgesammelt hat. Tja, schade, so ein Pech. So. Ja. Und jetzt sind wir hier. Und natürlich wurden wir wieder an zwei verschiedenen Ecken gespawnt. Und wir müssen jetzt erstmal wieder suchen. Und ich muss mal gerade an meinem Mikro rumdrehen. So. Weil jetzt höre ich mich nämlich wieder selbst ein bisschen. Was habe ich denn da Schönes? Munition. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf der Suche nach was Essbarem. Ja, Dominik genauso. Ich auch. Ich finde allerdings nur Waffen. Oh, ich habe eine Kappe gefunden. Und Munition. Ein Mützchen. Boah, hat der Schmetterling mich hier. Warum fielst du Damp? Bist du dumm? Das regnet doch gar nicht. I'm slowly warming up. So, ich habe das Meer gefunden. Mal wieder. Mal wieder. Oh, kann man die Tür aufmachen? Tatsache, da kann man die Tür aufmachen. Boah, hier war mal. I'm shaking? Sag mal, was ist denn los mit dir? Der friert. Der ist krank. Ja, warum? Der ist krank. Ja, toll. Nix in dem Magen drin, ne? Och, guck mal, eine Waffe. Deine zweite, ne? Vierte insgesamt. Vierte? Das ist unfassbar. I'm cold. Ah, hier wird schon geschossen. Scharf geschossen. Ja? Ja, ich, Drink from the pump. Use pump. Ich beweg mich mal mit erhobenen Händen raus. Hoff doch mal, dass der das sieht. Du bist eh gleich tot. Ich will's nicht hoffen. Weil ich habe einen Rucksack gefunden. Wahrscheinlich sagt er dir, du sollst jetzt ihm den Rucksack geben. Das kann er gerne haben. Da ist ein bisschen Munition drin und das war's. Aber ein Rucksack. Oh, wie steht man? Mann, ich kann überhaupt das Spiel nicht mehr spielen. Und ich muss auf jeden Fall nach der Aufnahme mal gucken, wie ich das hier mit der Framerate hinkriege. Framerate. Ich nehme die Hände mal wieder runter. Weil die schwankt so zwischen 20 und 17. Und das ist ja nicht gerade so flüssig, ne? Ne, geht flüssiger. Ja. So, ich renne jetzt einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass ich irgendwo ankomme, wo es was zu essen gibt. Da ist jemand. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich denn jetzt genau bin. Wie spricht man nochmal? Das ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, würde ich es dir sagen. Der macht wohl die Faxen vor mir. Wow. Okay, er läuft wieder weg. Ich habe einen Schuss gehört, aber ich sehe niemanden. Pro schießt er mir gleich in den Rücken. 100 Pro. Aber ins Gesicht ist doch viel schöner. Ich habe keinen gesehen. Ich habe nur einen Schuss gehört, aber nicht. Sag mal, hast du einen Schuss nicht gehört? Da liegt schon wieder eine Knifte rum. Shotgun. Hey, ich habe Shotgun-Munition. Zeig mir.
Und zeigt aufs Auto. Oh, eine Flare Gun. Geil. I'm starving. Ja, toll. Powdered Milk. Eat all. Komm, rein damit. Fuck mal, wie schreibt man denn? Gute Frage. So, Hände hoch, nach draußen gehen. Ups. Wow! Der hat mich erschossen. Der, der zuvor noch aufs Auto gezeigt hat? Ja. Der hat mich gefragt, ob ich ihn hören kann. Und ich wusste nicht, wie ich ihm antworten konnte. Ich höre den nicht, also erschieße ich es einfach. Was ist das denn da für eine... Das ist egal. So, Neustart. Nummer neu. Nummer neu. Ja. Ja, mal gucken, vielleicht finde ich ja trotzdem noch irgendwie was zu... Was zu essen konnte ich jetzt gerade so finden. Aber jetzt ist er durstig wie die Hölle. Fängt ja gut an. Das wäre doch mal was Neues, wenn es mal klappen würde auf Anhieb, oder? Ja. Hier soll es in der Nähe eine Feuerstation geben. Da gibt es aber selten was zu trinken, ne? Ja, das stimmt. Ach, da, wo bin ich denn hier? Da vorne ist ein Laden. Sehr schön. Oh. Wasser. Ich bin auf jeden Fall auf der rechten Seite. An der Küste. Schätze ich. Nee. Hier ist eine Insel. Ja gut, das heißt ja nicht. Da kann ja die da was reingebastelt haben. Das ist richtig, ja. Hatten ja genug Zeit, ne? Noch ein halbes Jahr. Da kann man schon mal was machen. Ja. Haben die ja alles gelootet? Alles weg? Wie war denn auf dem Server los? Ja. Wo kommt man das denn nochmal nachgucken, Mann? P. P wie Player. Hm. Ja, doch, ist auf jeden Fall einiges los. So, hier soll es irgendwo eine Feuerwache geben. Ich wollte gerade sagen, bist du überhaupt auf dem Server? Habe ich dich gesehen. Feuerwache? Übrigens habe ich meine Karte momentan nicht, weil mein Handy nur noch 4% Akku hat und ich muss die Karte mit 70 MB noch runterladen. Okay, alles cool. Wir sind cool. Deswegen muss der Dominik mir heute aushelfen. Da ist ein stark pigmentierter Mitspieler. Ist mal schön an mir vorbeigelaufen. Was ein Glück. Hat er dich nicht gesehen? Oder? Also mich nicht zu sehen, wir fahren uns quasi... Also, ne? Umarmt. Aber der hat mit mir gesprochen. Ich weiß auch nicht, wie. Ah, ich renne lieber weg. Wenn er mir. Aber die haben auch manchmal hier so Drecksmikros, wo man einfach nichts versteht. Wenn er mir blöd kommt, ich habe eine Shotgun mit Munition. Ach, da war wieder die Chance, ne? Da war wieder die Chance. Ja, da war so ein. Hast du nicht genutzt, ne? Hey, in der Feuerstation hier ist gar nichts. Hallo? Warum geht der die Treppen nicht rauf? Ach, was liegt denn da Schönes? Was ist das denn? Wo bin ich hier? Green Scrubs Hat. Ich habe bisher noch keinen Zombie gesehen. Ach. Ich hoffe, die haben die Zombies hier komplett rausgenommen. Hübsch. Ich habe eine Chirurgenkappe gefunden. Okay. Kein Brunnen oder sowas. Ich könnte auch mal rennen. Na, ich heb mal die Hände hoch. I'm slowly warming up. Da ist ein Brunnen. Und da die Straße runter. Okay. Sollte ich finden. So, Hände runter und rennen. Laufe ich denn jetzt in die richtige Richtung? Ich habe das Gefühl, dass ich hier schon mal war.
Scheiße, darunter muss ich. Ich schätze, ich bin im Süden, an der Küste. Ja gut, da wärst du ja nicht so weit weg von mir. Bist du denn sicher, dass du jetzt bei Elektro bist? Nein, ich bin in Tschernogorsk. Tschernogorsk, das ist, wo ist das denn? Das ist bestätigt, das ist ziemlich mittig unten. Boah, ich habe gerade 30, 33 Frames. Das ist ja der Burner. Da hätte ich eigentlich auch nur mit 30 Frames aufnehmen können. So, da vorne soll es einen Brunnen geben. Das wäre ja schon mal schön, wenn ich da noch was trinken könnte. Dann wäre ich zumindest mal grundversorgt. Ist das ein Auto? Das ist ein Auto. Aber ich bezweifle, dass es betriebsbereit ist. Da ist der Brunnen. Sehr schön. Use the pump. Aha. Jetzt bewegt sich die Dings auch. Die Pump? Die Pump, genau. Ich glaube, da vorne kommt gleich ein... Ortsschild. Gucken wir mal, er ist immer noch durstig, dann use doch nochmal die Pump. Also dann kann ich mich nochmal umsehen. Oh Gott, ist das ein hässlicher Mensch. Da liegt ein Stift. Neben der Pumpe. Jo. Aber ich habe ja ein Stück Papier dabei, ne? Dann kannst du ja mal was drauf schreiben. Bei den vielen Leuten ist vielleicht die Möglichkeit sogar höher, dass das jemand liest. Hallo, wie geht es euch? Puff, tot. I'm promptly cooling off. Hat er mich eigentlich erschossen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ich habe doch nichts dabei gehabt. Ja, du hast aber auch nicht geantwortet. Ja, aber wie? Ich weiß doch nicht wie. Er ist ganz schön durstig, der Mensch hier. Ich meine, das wäre auf jeden Fall irgendwas auf der linken Seite der Tastatur, weil ich da öfters schon mal drauf gekommen bin aus Versehen. Das ist gut möglich. So. Kambiwobo. Kambiwobo. Das ist Kamishowo, ne? Auf Deutsch. Kambiwobo. Wir sind etwa, ja, ich würde jetzt mal sagen, 10 Minuten voneinander entfernt, wenn wir direkt aufeinander zulaufen würden. Und zwischen uns liegt Elektro. Wuff, genau, wuff. Krankenhaus. Um nach Elektro zu kommen, muss ich dann das Meer auf der linken Seite haben oder auf der rechten? Auf der linken. Schön in die falsche Richtung gerannt, hä? Ja. Dann loote ich jetzt hier aber erst noch ein bisschen, weil ich habe nämlich Hunger. Krankenhaus, was ist das denn? Achso, nochmal so ein Dings. Oh, hier gibt's doch... Ey, hier gibt's doch eine Dings. Ja, da gibt's eine Dings. Oh. Polizeigedöns. Kann ich wenigstens jemanden schon mal abschießen? Und das ist mir so scheißegal, ich schieße ja jeden über den Haufen. Du hast keine Waffe. Ja, aber vielleicht gleich. Was ist das denn? Der Laden ist komplett leer. Also ich habe ein Krankenhaus gefunden. Ist das eine Morphinspritze? Die Tür ist offen. Epinephrin. Oh, nee. Ja, mitnehmen. Ich habe ja einen Rucksack, der passt hier rein. Bin gleich tot, bin gleich tot. Mach mal die Tür zu. Was ist das denn hier alles? Ein grüner Arztkittel. Oh. Komm, zieh ich an. So. Oral Unit Uniform Pants. Geil. Ja, wohl ist nicht so cool, hier so leuchtend grün rumzulaufen. Ich hab eine bläuliche Hose. Werfen wir den ganzen Kram hier mal wieder weg, den wir nicht brauchen. So, passt. Oh, Polizeimützchen. Da hab ich vorhin auch eine gefunden, die ist witzig. Hast du mit so einem grünen Band? Ich hab sie schon wieder entsorgt. Ich kann sie gerade nicht sagen. Ich hab wieder was anderes genommen. Oh, was ist das? Es schwebt in der Luft. Ein Tracksuit-Pant, brauch ich nicht. Noch mehr Epinephrin. Schlüsselsche. Brauche ich auch nicht. Schlüsselsche? Schlüsselsche. Oh, ist das ein Helm? Ein Moped-Helm. Zack. Mitgenommen. War ich hier schon dran? Nee. Paramedic Jacket.
Komm, nimm mit. Kann man die Schränke aufmachen? Nee.